Herzlich willkommen, Leute, zu einem kleinen Video zu Dark Pictures House of Ashes. Wir spielen aber jetzt noch nicht die Release-Version, die kommt ja morgen erst raus. Wir haben die Preview-Version gespielt und konnten schon die erste Stunde ins Game schauen. Ich weiß nicht genau, ob das wirklich exakt der Anfang ist, aber es wirkt auf jeden Fall so. Wenn euch das Spiel interessiert, dann schaut doch morgen in den Livestream von Kundran und mir rein. Wir spielen wieder beide Sichten, wie auch schon bei Man of Medan und bei Little Hope. Und das ist jetzt der dritte Teil, House of Ashes. Kundran und ich sind sehr gespannt. Wir werden morgen, wie gesagt, im Livestream das komplette Spiel durchspielen. Und gegebenenfalls gibt es dann auch Samstag, hoffentlich, kann ich nicht versprechen, schon den Upload auf YouTube, falls ihr den Livestream verpassen solltet. Twitch.tv/Nalukat morgen 12 Uhr, mittags geht's los. Und solltet ihr den Stream verpassen und ihr wollt aber trotzdem das Game sehen, dann gerne am Samstag auf YouTube vorbeischauen, wenn es euch interessiert. Und wenn ich das ganze Video natürlich auch hochladen soll, könnt ihr theoretisch heute schon euer Interesse daran verkünden, indem ihr dem Video gerne ein Like gebt oder auch ein Abo dalasst, um es nicht zu verpassen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Schaut euch den Anfang gerne schon mal an und stimmt euch drauf ein. Morgen geht's weiter und viel Spaß! So, ich kann. Du kannst, Freddy. Ich bin gespannt, ob wir zusammen ins Spiel kommen. Das ging in den ersten beiden Teilen nie. Ich habe bereit gedrückt. Ja. Ja, es sieht auch genauso aus wie in dem Teil davor. Und es lädt. Also, ich habe ein schwarzes Bild und unten rechts haben wir. Ja, ja. musst du was drücken? Kann X drücken. Ja, mach mal. Ja. Okay. Sieht gut aus, oder? Ja, so weit kamen wir noch nie. In diesem Menü waren wir nie synchron. Das ging mir gut. Satellite sweeps of the war zone have uncovered what appears to be an underground storage facility. But I strongly suspect it's where chemical weapons are hidden. So we need to move fast. They're on approach, ready to go dark. Fan out, hold fire. We're gonna psy out this shit. This raid's a bust. These people are not the enemy, they're just shepherds. Down! Get down! We're up on the ridge! Return fire! I'm hit! This is getting worse. Oh shit! Au, oh, der eine hat sich gut angeschlagen. Mhm. Bei mir kommt das auf YouTube. Hatten wir letztes Mal. Oh, das ist sehr laut gerade. Hatte ich letztes Mal das ganze Ding in einem Video hochgeladen? Ja. Glaube ja. Kann sein. In einem weiß ich nicht, aber du hattest es, glaube ich, hochgeladen. Nee, ich glaube, haben wir zwei Tage gespielt? Nee, wir haben es an einem durchgespielt, oder? Ich glaube, wir haben zwei Tage. Oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht mehr. Dafür, dass er 52 Meter gefallen ist, kann er echt happy sein, glaube ich. Okay. Wir sind nicht so. Du wirst dich auch bewegen können. Ach so, ja. Okay. Ich muss ein bisschen leiser machen. Ach so, ja, okay, stimmt. Ja. Hier pausieren wir ja für beide. Ich mach, glaube ich, auch einen ganz kleinen Tick leiser noch. Also Dialoglautstärke würde ich, glaube ich, sogar fast so lassen. Dialog habe ich laut, ich mach. Wobei, stimmt, ich könnte. Aber die Musik noch ein bisschen. Machen wir mal den. Okay, so, ja, bitte speichern. Zurück. So, wenn ich auf Fortsetzen drücke, ja, steht schon bereit. Ja, genau. Okay, jetzt geht's gleich weiter. Sehr schön gemacht. Sehr gut. Ja. Diesmal funktioniert's auch. Beim ersten hat's aber auch funktioniert, bin ich der Meinung. Nee, nur beim zweiten. Nee, beim ersten hatten wir es schneller geschafft. Okay. Beim zweiten hatten wir harte Probleme. I'm close, man. I'm coming. Don't blow your load too fast, buddy. Das Intro wird übrigens auch in der finalen Version dann auch richtig fett, also auf Deutsch sein. Don't sound too promising. Ja, ich habe jetzt mal englische Sprachausgabe. Ich werde aber, glaube ich, zum Release wieder auf Deutsch stellen, auch wenn die deutsche Sprachausgabe im letzten gewöhnungsbedürftig war, obwohl manche Chars eine gute Stimme hatten. Aber es ist einfacher zum Aufpassen, finde ich. Wir dürfen ja eigentlich uns wieder nicht zu viel verraten. Wir können das ja zum Release versuchen, dass wir uns muten, wenn wir nicht zusammen sind. Ja. Als Gag mal. Das wäre, glaube ich, für die Atmosphäre ganz nice. Okay.
Alucard hat eine Steintafel gefunden. Ach, das hast du gesehen? Das, also ja, stand oben rechts. Hätte ich ja auch was finden können schon. War das was Offensichtliches? Ich gehe davon aus, das Licht hat mich dahin geführt. Also ich kriege manchmal Licht von oben. Oh, warte mal. Hätte da eben auch Licht von oben. Das ist die... Ja, es ist die Demo-Version, eine Preview-Version. Es ist, glaube ich, ein bisschen weiter als... Ich glaube, es gab schon eine Demo letzten... Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Aber das ist ein Preview-Bild, aber nicht die finale Version. Also das ist gezielt nur der Abschnitt, den wir sehen sollen. Da kann, glaube ich, sogar noch was anders sein als zum Release später selbst. Ja. Also bei meinem Licht war ich muss, nicht so. Ich versuche noch mal kurz da dran zu gehen, auch wenn ich da gerade schon war. Ich habe jetzt nämlich gleich kurz nicht aufgepasst. Okay, okay. Dann gehe ich noch mal. Ja, okay, ich sehe schon, wo ich lang muss. Okay, das habe ich doch nicht gesehen. Also ich glaube, ich konnte nichts finden. That you, Nick? Was? Bist du das? Ja, ich denke. Hast du so einen Anglerhut, sag ich mal. Ja, ich habe so einen Anglerhut mit. Der hat einen anderen Namen. Bei mir stand, finde Jason. In der Vollversion wird es deutsche Sprachausgabe geben, ja. We need to get back topside. Regroup with the rest of the squad and signal for medevac. This place ain't no weapon silo, but it's sure as fuck crawling with Iraqis. Nick? Sergeant K, pull yourself together. Eyes wide. Wir sehen beide super jung aus. All good. Just wasn't expecting to suddenly fall into the fucking earth. I hear ya. Wir dürften noch keine 25 sein, würde ich sagen. Okay, jetzt sind wir mal zusammen. Jetzt kann ich dir erzählen eigentlich, was ich gesehen habe, oder? Jetzt können wir darüber reden, ja. Warte mal ganz kurz, hast du Untertitel an? Eigentlich hatte ich sie an, aber... Ich dachte auch, ich hätte Untertitel, aber sie werden mir nicht angezeigt. Untertitel sind minimal. Ah, minimal ist nur das Wichtige. An gibt es auch noch. Das habe ich an. Mach ich auch mal. Ich habe es übrigens auf Deutsch stehen und außer das Intro war bis jetzt, glaube ich, auch so alles auf Deutsch. Ja, ja, ich glaube, also bis auf das Intro, bis auf die Cutscenes werden die Sachen schon in Deutsch drin sein. Aber ich habe jetzt auf Englisch gestellt. Zum Release spiele ich auf Deutsch dann. Ach ja, das also, können wir jetzt wahrscheinlich, also ich war an der Tür dran, kann sie aber nicht öffnen. Das lag wahrscheinlich daran, weil ich die alleine nicht öffnen kann. Kamst du, warte, du kamst von, aus dem Dunkeln. Wir haben hier oben noch was, oder kamst du hier raus? Hier oben blinkt auch was. Stimmt, das habe ich auch gerade gesehen, aber lass mal... Ja, warte, ich kann abbrechen. Okay. Du willst also auf die Hand drauf gehen da, ne? Nee, nicht mal. Hier links geht's noch so ein Treppen. Achso, ja, da habe ich die Vision gefunden. Und auf die Hand selber komme ich nicht drauf. Dann will ich mal gucken, ob ich dasselbe sehe. Ansehen. Ah, das mit der Steintafel, was bei mir oben auch stand. Genau, okay. Das ist das. Ah, ja. Ach, schön, dass man jetzt auch... Also ich bin jetzt an der Tür dran. Ich glaub, mehr werden wir hier nicht sehen. Dann kann ich dir übrigens sagen, dass ich wahrscheinlich dieses Viech oder was auch immer ihn da weggezogen hat, schon gesehen habe. Oder mein Charakter hat es sich eingebildet, ihn zu sehen. Also ich bin direkt in dem Raum hier gespawnt eigentlich. Okay. Gelandet. Ein Stück gehen. Das ist Merle. Au. Jesus, I'm trying. Will you stop squirming around? It's bad. He's bleeding out. We have to cut him down right now. Hold tight, buddy. We got you. Nick, I need you here. Als ob sie kein Messer hat. Ich glaube, sie kommt nicht dran. Wir müssen dann. Jetzt kommt sie auch dran. Oh, he's fucked. He's so fucked. You don't think I can hear you? You're gonna pull through, brother. Suck it up. There's morphine in my pack. Grab it. We're gonna pump you up, okay? Hurry the hell up! We got this. You keep lookout. Fuck! Lookout for what? Jesus, who the hell loaded these packs? What the fuck just happened? Man hört doch sogar so ein...
Klickern. Clarice? So viel zum Thema Wachen. What happened to her? Go! What the fuck is out there? I don't know, and I ain't trying to find out. Let's move! Sieht nicht gut aus. He's bleeding out. We gotta take care of this. Shit. No, he's not. You want the good version or the bad version? Just give it to him straight. Not gonna lie, man. It's pretty fucking bad. Whatever's out there, he's drawing them down on us. He won't move still. Got the damn morphine in him. Shut up, man. Hold it the fuck in. Oh, man, you're fucking killing him! Ja, du übrigens auch schon zum Time Event. They're coming for us! Nick, you're killing him! Oh, Nick, you're choking him! Was war das, Kundran? Ja, ich hab. I didn't mean. He's gone, Nick. Merwin's dead. Hab nur das Quicktime-Event, also nur das. Hast du es verkackt? Nein! Achso, im Gegenteil! Ich wollte gerade wissen, ob du vielleicht nicht geschafft hast. Jetzt verkacken müssen, damit ich. Ja, dann wären wir vielleicht. Dann wäre vielleicht aber schon einer von uns. Ja, nee, von den beiden wahrscheinlich nicht. Aber dann hätte wahrscheinlich er den Klicker da angelockt und dann. Wäre er wahrscheinlich auch. Aber. Ja, mal gucken. Wir haben ja nochmal die Chance in der Woche. Na, du bist Eric. This whole damn place is about to come down. Where the hell are the Marines? I don't know. It happened so fast. The ground just swallowed me up. Did you see Sergeant K? Kolchak? Last I saw, they were together. Warum sind das alles Teenager? They tried. Something's interfering with the signal. That could be another way out. I don't know. Bei mir mitgewandt müssen beide Spieler das Spiel besitzen. Ich glaube ja. Also, ich glaube, das war damals schon so, ja. Was es unterstützt, ist hier dieses Steam-Play. Aber ich wüsste nicht, wie man das da im Koop spielen soll. Da könnte man hübsch. Naja, das Lokale wahrscheinlich. Dann kann ich mir. Aber. Das okay. All good? All good. Let's do it. Well, that's a steep drop to nowhere. We've got rope. Hey, look. There's an airflow. I say we climb. So when did you start smoking? Excuse me? The lighter. It's nothing. Just something I picked up back at base. Und dann spielt ihr die schlechten Teile des Teams. Are you? Nur weil da eben was passiert ist. This place doesn't look much like a weapons silo to me. If there's nothing down here, then why were we attacked? There's a war on.
People tend to shoot each other. Oh, wir haben auch Waffen. Ja. Okay, zielen. Also ich hoffe nicht, dass wir wirklich schießen müssen. Den ist nicht einfach. You and I always did have a different view on quality time. Bist du da reingegangen? Ja, ne? Bei rechts ging's weiter. Ich bin nicht bei dir. Moment. Bist du nicht... Du bist nicht bei mir? Ich bin nicht bei dir. Ich habe nämlich zwei Leute. Ich spiele jemand an. Okay, das ist der. Oder nicht? Das ist anscheinend der offizielle Weg. Dann gucke ich mich jetzt erstmal um. Ja. Ah, ich habe noch was gefunden. Aha. Looks old. Old? It's ancient. But that's cuneiform. Sumerian, maybe? What is this place? Ich will noch den anderen Gang checken. Ich war wahrscheinlich ein bisschen länger als du. Weiß ich noch nicht. Ich habe den offiziellen Weg gefunden, gehe aber den inoffiziellen, hoffe ich zumindest. Oder ist das der offizielle Weg? Nee, das ist der inoffizielle. Haha, hat sich doch gelohnt. Oh. Au. Scheiße, hat sich doch nicht gelohnt. Wenn ich mich nicht täusche, dann habe ich ja meinen eigenen Tod gesehen. Oh, das ist ja beruhigend. Aber vielleicht kann ich es jetzt verhindern dadurch. Hast du eine Waffe? Ich hatte eine Waffe. Okay. Ja, das. Ist das nicht das aus der Vision? Floor seems stable. Yeah, looks fine. Wenn ich Zeit hätte, würde ich mir das hier gerne mal angucken, wenn ich ein bisschen mehr Licht hätte. Kommst du eigentlich die Beben auch die ganze Zeit mit? Ich höre es, ja. Okay, ja. Jetzt ist es bei mir auch dunkler, aber ich habe zum Glück eine Taschenlampe. Ich habe ein Feuerzeug. Ich sehe nicht wirklich viel. It's Pazuzu. Pazuzu who? Pazuzu. Do you not watch horror movies? You should know the answer to that. It's a Sumerian demon. Something to do with plagues, I think. Plagues and demons, huh? Great. Unbelievable. Ja, Moment, also weil bei mir im Chat steht, was sind das für Soldaten? Die beiden sind jetzt keine Soldaten. Glaube ich. Das, also. Ich spiele jetzt hier, glaube ich, nicht die. What do you think this place muss mal anderes sein. Hard to say. These carvings look religious. I think we may be in a temple. Ich würde gerne wissen, wer Kundrat ist. Jetzt. Hallo? What is it? You didn't hear that? Du bist ja auch nicht. Charakter, du bist blöd. Something down there. Even in ruins, this place is still something special. I wonder what happened here.
Es wird auf einen anderen Spieler gewartet. Okay, ich muss warten, bis du soweit bist. Hm? Bin gespannt, was Kunran für Faxen macht, dass ich warten muss. Ah, jetzt. That's gunfire. Where's it coming from? Hast du geschossen? Mhm. We should move. Interessant, auf jeden Fall. Can you make anything out? That's deep. That looks safe to you? It's our only option. Get the rope. Going down. Okay. Jetzt wieder zusammen unterwegs? Siehst du mich denn schon? Ich sehe jetzt, ich habe eine Zwischensequenz. Ich auch, ja. Okay, bei mir seilen sich zwei Leute ab. Ja, das bin ich. Okay. Oh, unbelievable. We're not the first ones here. Damn it. All this crap must be what Kayla's detecting. Sorry, Eric. For real. Well, you put everything into this research. Moment, was? Was? Was passiert? Ich kann irgendwas machen, aber ich weiß nicht was. Eric und Rachel. Muss ich das auswählen? Aber bei mir hast du gerade pausiert. Ja, ich muss hier anscheinend. So, das ist, glaube ich, einfach passiert. Ich habe mal ready gedrückt. Ich dachte, ich muss L1 drücken. Ach so, ich glaube, dann kann man immer sich die Verbindung zu denen angucken. Genau, ja, genau. Ja. More than you'll ever know. Ich konnte eben nämlich eine Entscheidung treffen. Can't blame yourself. Genau, jetzt suchst du eine. I've messed up. Should have triple checked the data. Exhausted every possibility. Jetzt hast du gedrückt, oder? Nee. Sollten wir nicht drücken. Den Controller neu anschließen, aber der ist angeschlossen. Also ich hatte nicht mal einen Controller, hat nur gesagt, er ist nicht angeschlossen. Oh, sure, this was it. I understand what it meant to you, Eric. I'm so sorry. Wer bist du denn? Weil ich habe dich noch nicht gesehen. Ich bin die gegen... There's no use in dwelling on it. We need to focus oder bist du allein unterwegs? Ich bin zu zweit unterwegs, aber wen hast du gerade gespielt? Also ich bin Rachel gerade. Ja, aber wen hast du davor gespielt? Subsidence? Salim? From the Aftershocks? Die habe ich noch nicht gesehen. Hast du, glaube ich, noch nicht gesehen. Nee, ich war auch komplett allein unterwegs. This looks like archaeological gear. Somebody was studying this ruin. Also wir fallen gleich irgendwo runter. Und dabei werde ich glaube, ich war das Sterben. Okay. Vielleicht kann man das verhindern. Oder später. Oder so. Das wird ja wahrscheinlich erst viel später kommen. Ich weiß gar nicht, wie früh man beim letzten Mal Charaktere verlieren konnte. Just needs gas. We need to find some. Okay. You regretting not calling for additional air support yet? There you go, reading my mind again. Das. Ansehen. You've got to see this. Was musst du... Hä? Warte. Ich sehe hier nichts. Bei mir ist hier Sprengstoff. Ja, und ich sehe einen Durchgang, der dunkel ist, wo ich nichts sehe. Warte. I hope we can get this thing started. Bin auch da. Vielleicht siehst du mehr als ich. You need to get these lights running ASAP. I can't see shit. Es ist halt ein langer Gang, ne? Ja, richtig, aber so, oh, das musst du sehen, da fang ich ein bisschen. Oh, hast du hier die Minigun schon gesehen? Eric, nee. Check this out. Weil ich seh's. Oder ich bin daneben. How would it be a machine gun here? It's a World War II model. Ties in with the time the archaeologists were here. What
the fuck happened? Und das ist auf diese Tür gerichtet. Tagebuch von Randolph. Wenn man eine Einladung von Lady Bradshaw erhält, lehnt man nicht ab. Mary und ich wollten eigentlich zu unserer Hochzeitsreise aufbrechen, aber die Chance, mit einer der anerkanntesten Altertumsforscherinnen in Großbritannien zu dinieren, konnten wir uns nicht entgehen lassen. Haben wir nur einen Teil vorgelesen. Whatever discoveries they made here, they sure didn't make it out to the outside world. This place is starting to make me feel a little uneasy. Starting to. Gefunden? Ein Foto habe ich gefunden noch. Der Fluch von Akkad. Gelehrte betrachten den Fluch von Akkad als Fiktion. Lehrreiche Geschichte. Hungersnot. Ursprünglichen Geschichte wendet sich der Gott Enlil gegen König. Stellt eine Armee auf und marschiert gegen die Stadt Nippur. Und aufgrund der Gotteslästerung lässt er einen Sturm los. Das Benzin. Ah ja. Ja, bei mir ist jetzt auch die Sequenz bei dir. Rachel, give me a hand with these cans, will you? They're full. Ja, ich wollte eigentlich. Entschuldigung, okay. Weiter geht's. Du musst noch Ray drücken, ja. Ja. How's the lake holding up? Lake? Oh, you mean the prosthesis. I lost my leg back on the highway. Don't. I still feel guilty. I didn't make it easy on you, Rach. I know that. You weren't to blame for that crash. Come on, let's get to work. Hast du das auch gesehen? Ja, ja. Ich glaube, wir haben dieselbe Kanzel. Okay. Also wir merken... Was ist denn los? Controller kaputt oder was? Eigentlich nicht. Er leuchtet auch die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was Vielleicht das ist. Vielleicht ein neues Kabel für nächste Woche. Ja. Besorge ich mir für nächstes Mal. Für nächsten Freitag. Shine a light on the tank. Shit. What's wrong? Fuel tube's worn loose. The damn valve is leaking. Can it be fixed? We have to secure the tube before starting the generator. There's gotta be something here to fix it. Du solltest jetzt kein Feuer anfassen. Maybe climbing out of the cavern back there would have been the smarter move. The way I see it, if these people were here before Dann us, muss ja woanders there must be another way out. So hier ist, glaube ich, ganz gut. Kann man sich hier noch angucken? Wieder von Rand. Lieber Rand. Die geht es hoffentlich gut. Unsere Reise zur Ausgabestätte verzögert sich. Wir haben in Soran einiges zurückgelassen, weil Pullman nur die Hälfte. Ist das das, was du gelesen hattest? Nee. Ich hatte so ein. Oder? Nee, das war nicht das. Wir haben auch den zweiten Generator und das Ersatzfunkgerät zurückgelassen. Wir sollten bis zum 18. bei dir sein. All call signs, this is King. Does anyone copy? Over. Ich hab mal was gefunden. Haben wir hier? Tagebuch von Ren. Achso, das wird das sein, was du... Wenn du im Zelt bist, da war ich. Ja, okay, ja, das ist das dann. Klebeband müssen wir finden. Aber hier war noch was im Zelt. This is King to all call signs. Are you receiving? Over. Yes. These are set to blow. Hast du das Foto auch gesehen? Bring down the whole temple. Ja. Okay. Mehr. Hier könnten wir doch drüber problemlos. They block this route off to restrict the points of entry. Leave the enemy no choice but to enter that way. Past the mounted gun. Wherever you are, Nick. Hast du hier links auf dem Tisch schon gesucht? Sorry. That feels. Welcher Tisch? Excessive. Direkt links von mir. Ich bin gerade wieder am Sprengstoff. Nee, ich glaube, ich hatte auf irgendeiner Holzkiste hatte ich, aber nee, das ist glaube ich nicht. Da ist das Klebeband, glaube ich, auf der Ecke bei dir. Nee, ich hab's hier.
Ne, stimmt, das hier auf der Ecke hatte ich gelesen. Stimmt, dann war ich doch hier drin, aber das andere hatte ich nicht. Ich brauche some duct tape. Let's get this generator going. Das hier hinten noch, da warst du auch schon dran. Ja, Sprengstoff. Ach ja. Und nochmal so ein Gang. How can something this vast have remained hidden for so long? Meinen die beiden mit großen jetzt die ganze Höhle hier? Das ist ja ein Tempel irgendwo unterirdisch. Das ist ja ein riesiges Ding. You got it? I've got it. We need to stay focused. Whatever issues are between us, we can't let them cloud our judgment. Warum kenne ich ihr Gesicht irgendwie? Die sieht so, die sieht auch irgendwie anders aus als die anderen Chars, finde ich. Und, also, hold the fuel pipe. Hier stecken mehr Details drin irgendwie. Wie hieß sie denn noch? It's done. Ashley Tristay hat den Chat gerade, der hat das gerade schon gesagt. Look at the state of these. They're shot. Feels like so long since we worked on something together. Same time feels like yesterday. Why do we leave things like? Ach, come on, was soll denn das? So ärgerlich. Also ein Wackelkontakt im Kabel. Vielleicht. Wahrscheinlich, ja. I tried. But you made it so hard for me to stay. We should have stuck together. I don't think either of us expected to be out of each other's lives for so long. Past year or so, my head's been buried in Kalis and I was blind to anything else. Your work is bigger than the both of us. Like, I don't think either of us could have foreseen the impact it would have. Rach. Say what's on your mind. Und dieses Kopfbewegen immer lustig, wenn die Entscheidung getroffen wird. Ja, ich habe mich auch gerade schon einmal gefragt, als du bei dem anderen Schar was machen musstest, warum das so lange auf die Brust von dem Soldaten gesucht hat oder so. Was passiert da jetzt? When I needed you most, Rachel. When I needed you by my side, you left me. Kalis pulled me out of that pit. Ist er denn auch wer bekannt ist? Glaube nicht, oder? You're really gonna lay this shit on me? That's not what I meant. Then what did you mean? I did everything to get you back on your feet, but you just wallowed in self-pity. You let it consume you. You let it beat you. It was you, Eric. You pushed me away. Jetzt können wir mal was sehen. Wow, eine Menge Power, die das Ding noch hatte. Du hast eben auch kurz einen Ladebalken, oder? Ein Ladebalken so. Nicht, aber es hat ja. We have power. Naja, weil er auf Cutscene umgeschaltet ist, glaube ich, oder? Let's take a look around. Hey, was? Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Ja, yeah, ich musste auch. Das Fadenkreuz ging danach aber wieder in die Mitte. Deswegen.
through it. The other way is safe. This way. Ich hoffe, man muss den rechten Stick nehmen. Ja, dadurch, da hätte einer vielleicht nicht geschafft. Klassiker. Seine Sicht sieht, oder also die von dem Monster. Das erste Mal, dass ich das finde. Achso, ich hab's schon mal. Was muss ich da drüben? God, I hate this place. Ist das erste immer nur so eine Warnung? Jetzt ja. Kommt ja, was? Ja. Das erste ist ein Warnding. Let's go. War das bei den anderen auch schon? Was denn? Mit diesem Warnsignal? Also mit der Warnung hier, gleich passiert was? Naja, ich glaube, wir hatten noch keine Waffen gehabt, oder? Vorher? Ja, aber ich hatte es auch schon beim Weglaufen. Also eigentlich müssen wir jetzt durch so einen Tunnel gehen, aber ich will mal hier hoch. Noch was? Waren wir hier schon drin? Hier ist so eine Schatztruhe. Also, warte, ich geh da erstmal wieder weg. Also hier hoch selber musst du, glaube ich, nicht. Hier kann maximal was zu finden sein. Sieht aber nicht so aus. So, hier ist das mit dem Brief, den hattest du, glaube ich, vorhin schon mal gefunden. Oh, ich habe was gefunden. Bei mir ist noch so eine Truhe, da müssen wir zu zweit dran. Ah, okay, weil dann komme ich gleich wieder runter. Ich glaube, meins ist doch gar nicht so schlecht hier. Okay. Ich sehe zumindest, was es ist. Sieht aus wie Fledermäuse. Ja, also ich habe hier Infos über die Monster. Blind, Jagd mit Echoortung, Überempfindlichkeit, Haut äußerst widerstandsfähig gegen Fremdeinwirkung, ungeschickter Flieger. Ja, irgendwas Unleserliches mit Speichel und Schlafen, aber da fehlen Infos. Okay. Dann habe ich hier noch Loot, glaube ich, eine Vision. Oh, die kann ich mir dann ja bestimmt. Ich habe irgendwas erschlagen mit einer Steinsäule. Und dann wäre jetzt hier ein Loch und ich habe das Gefühl, hier geht's dann weiter, deswegen. Ja, obwohl, ich kann hier nichts drücken. Ich komme mal wieder zurück. Echt gesehen? Ich kann nicht rennen oder so, ne? Ne, kommt im Spiel später. Also in der fertigen Version kannst du schneller laufen, das ist hier noch nicht drin in der Version. Ich vermute mal zumindest schnelles Gehen. Wo ist die Kiste? Rechts von dir. Also hier ist zumindest was, wo, als ich es eben angeklickt hatte. Aber es könnte auch sein, dass es weitergeht. Das ist doch ein Radio, da habe ich schon reingeguckt. Da war ich schon dran an dem Ding. Okay. Hier? Wenn ich dran gehe, steht bei mir, es wird auf den anderen Spieler gewartet. Ja, ich habe das dran gesehen. Let's find out, shall we? Dann ist es wahrscheinlich aber das, wo es weitergeht sogar. The tape is all tangled up. It's fine, I can fix that. So when did you stop wearing your wedding ring? When did you stop wearing yours? I didn't.
Always close to my heart. You were always a good guy. Maybe too good for me. Have you forgotten what this ring means to me? But maybe you're right. Maybe it's too late. We were pretty damn good together. Die haben noch nichts von dem Monster gesehen, ne? Die beiden, nee. Keiner von denen. Ne? Nee. Ich glaube, das Einzige, was wir wissen, ist das, was du gelesen hast. Ja, aber was war das? What does that mean? Hast du auch gerade 2D-Vögel übers Bild fliegen sehen? Nee. You lied to me about that lighter, and it wasn't about a secret smoking habit. Eric, tell me the truth. Don't do this. Admit it. For someone else isn't there. The bones of this temple are drenched in blood. We have set foot on an uncharted shore and roused something ancient and wicked. A blasphemy that comes in indescribable shapes and forms. For eons we lived as children in this world, unaware of the horrors that slumber beneath our feet. Now we have blindly thrown open the gates to madness. I fear being taken. But I must do what I must. We must seal this place for eternity. For all mankind. Mary, I'm sorry. Hello? Das ist dein Schar gewesen? Shit! Nee. Das war nicht deine? Nee, ich meine nicht. Ich meine, der sah noch anders aus. Also mein Charakter war auch kein Amerikaner, aber... Wenn das Spiel 2 bis 5 Spieler hat, muss deiner eigentlich der letzte sein. Ich gehe auch davon aus. It was not supposed to play out like this. Any call signs? This is Kink. Contact, contact. Taking fire. Does anyone call me? Over. That's Rachel. Die beiden gehören doch dazu. Sind die beiden von gerade auch Soldaten? King, this is Mailman 2 and Axel. How can I be over? Echt? Das ist doch das Forschungsteam. Die sahen doch nicht aus wie die beiden hier. Ja, vielleicht eine andere Abteilung. Deswegen haben sie vielleicht, also ich meine, wenn das richtige Soldaten wären, hätten sie wahrscheinlich auch zurückgeschossen, oder? Ja, die sind zwar alle mit demselben Heli gekommen, aber die sehen nicht so aus, als wenn die denselben Beruf haben wie die anderen zwei. Das meine ich. He's coming. Kill your light. Also schießen wollen wir auf jeden Fall nicht. Mhm. Nochmal. Mhm. Yeah.
got you, Rach. I've got you. Noch nicht gehabt, das war schon ganz toll. Hatte ich. Ach so. Aber ich musste auch schon häufiger einfach nur einmal kurz antippen. Rachel, grab onto something! I can't see! It's too dark! Come on! Fuck! Damn it, Rachel, will you hold still? Der Soldat müsste das doch die ganze Zeit hören. Wer weiß, wo der schon hin ist. Ich glaube, hier unten hast du, ich glaube, hier unten hast du ganz gutes Echo, wenn hier sonst nichts ist. Tschüss. Hallo? Komm dran. Schließ mich gleich dem Soldaten an. Hätte ich das nicht gemacht, wäre ich, glaube ich, gestorben. Ich glaube, das war die Szene. Ich bin nämlich mit runtergefallen. Okay. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's, ja. Also ich glaube, wenn ich das Seil nicht durchgeschnitten hätte, wäre ich mit runtergefallen und wäre aufgespießt worden. Das war zumindest die erste Vision. Da sind wir beide runtergefallen. Du zuerst, dann ich. Das könnte die Szene gewesen sein. Ich spekuliere jetzt mal weiter. Wir haben ja eben schon sie in der Sequenz danach nochmal mit absolut gut oder erströmtem Gesicht gesehen. Ja, ich glaube, ich musste. Es kann gut sein, dass wenn du es nicht gemacht hättest, ja, dass dann sie wird wahrscheinlich sowieso überleben, könnte ich mir vorstellen. Ja, war ja auch von der Lizenz her wahrscheinlich zu teuer, als dass sie da schon steht. Kann man nicht machen, ja. So. Also da lohnt sich das ja nicht. Oder dann, oh Mist, das wird zu teuer. Wir müssen das kurz beenden. Nein, aber. Moment, hier schreibt einer, fand es sehr interessant, das alles ganz anders zu sehen als gestern bei Vlesk und Baso. Ich glaube, dann will ich mich aber nicht, also nicht im Chat spoilern lassen, dann will ich mir das gerne nochmal angucken. Aber ja, das war die House of Ashes Preview-Version, ein kleiner Vorgeschmack. Hat die Person einen Stream angehabt oder beide? Also jetzt sowohl bei uns als auch bei Vlesk und Baso. Ja, ich glaube, ich werde mir das selber bei denen mal angucken, ob die was anders gemacht haben. Also, wir hätten die einzigen Auswahlmöglichkeiten, die wir gehabt haben, war bei dem Monster unter diesen Dingern lang zu gehen, aber ich glaube trotzdem wäre da noch nichts passiert. Und ja. Das Ende, ich hätte mich ja weigern können, das Seil kaputt zu schneiden. Und ich hatte eben die Möglichkeit, anstatt dass wir uns verstecken, hätte ich ihn ablenken können. Okay, ich glaube, dann werde ich mir mal die anderen auch mal kurz, also nicht jetzt, aber werde ich mir, glaube ich, die Woche auch nochmal anschauen. Also, das war House of Ashes, die Demo. Sollte euch Dark Pictures interessieren, könnt ihr den Link unter Kundrans Stream oder meinem Stream oder im jeweiligen Chat anschauen. Und ihr könnt euch Man of Medan und Little Hope ebenfalls schon kaufen und spielen. Wenn ihr Interesse habt, spielt es auf jeden Fall im Koop. Es ist ein unglaublich tolles Koop-Game. Und House of Ashes, der dritte Teil, kommt nächste Woche raus. Kundan und ich werden ihn nächste Woche auch direkt zum Release spielen. Direkt Freitag geht's los. Wenn ihr also Bock habt, House of Ashes vielleicht in einem Rutsch zu sehen, dann schaut nächste Woche gerne vorbei. Auch wieder beide Sichten live. Und ja, das war die Demo. Auf jeden Fall danke auch an Namco, Bandai Namco. Das tut mir immer so leid. Ja, weil sich das hat sich einmal, das hat sich gedreht einmal. Das hat sich einmal, ja, das hat sich einmal gedreht. Und es, auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Einladen. Und, ja, auf jeden Fall. Ja, mal schauen. Nächste Woche geht's weiter. Danke, Kudrat, fürs Mitmachen. Ja, vielen Dank fürs Mitnehmen wieder.